Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. Epronus wieder am Start und zwar in der nächsten Runde der nächsten Vorstellung. Und zwar geht es dieses Mal um den Moga, den XP5-X Plus. Das ist also der Xbox-Controller bzw. der für den Game Pass für Android. Und er hat einen integrierten Akku mit 3000 mAh. Endlich ist es mal wieder soweit. Man hat sich ja lange dagegen gesträubt, einen Xbox-Controller mit integriertem Akku zu bringen. Jetzt haben wir es endlich drin und zwar bei dieser Android-Version. Passend gleich unten mit ein paar LED-Anzeigen, wie weit der Akku denn noch geladen ist, mit einem extra Taster. Gucken wir mal ganz kurz auf die Specs direkt drauf, was wir jetzt hier so unten sehen. Das Ganze ist exklusiv für Samsung produziert worden, wie so. Oder Design für Samsung, muss man ja an der Stelle mal so sagen, damit man gleich einen Telefonhalter oben mit dran hat. Und wir können das Ganze so sehen, wir haben Cloud Gaming, Laptop und PC und Mobile. Jetzt bin ich gespannt, ob man damit überhaupt auch an der Xbox daddeln kann. Das weiß ich nämlich noch nicht, das probieren wir direkt einfach mal aus. Da ich ja den Game Pass sowieso mobil nutze, als auch auf der Konsole, als auch auf dem Laptop bzw. dem PC, da bietet sich das Ganze doch sowohl auch an. Ansonsten sehen wir jetzt hier nochmal alles Wichtige auf einen Punkt. Und zwar haben wir die erweiterten Gamepaddles haben wir auf der Rückseite, so wie man das von den SCUF-Controllern bei der PS4 ansonsten immer so kennt. Und dementsprechend sollten wir da eigentlich den guten und perfekten Zugriff drauf haben. Ja, jetzt bin ich wirklich mal gespannt. Wir machen das Ding einfach mal auf. Warum kam es bei mir eigentlich jetzt erst so spät an? Und zwar, weil ich Vorbesteller des S20 FE war. Und dementsprechend kam das Ganze natürlich, wenn man denn clever war, als kostenlose Beigabe. Man hätte sich auch so ein, frag mich nicht, welches Galaxy Band man da nimmt, aber auf jeden Fall so eins für um die 40 Euro nehmen können. Und da ich, denke ich mal, das ein oder andere Fitnessarmband schon habe oder hatte, dachte ich mir, ist es doch besser, wenn du dir einen Controller nimmst, wo 3 Monate Game Pass Ultimate dabei sind, die sonst 12,99 kosten, natürlich nicht im Angebot, aber ansonsten regulär. Du hast einen Controller, der um die 75 Euro sonst schon kostet, standardmäßig. Da kann man doch eigentlich nur ja sagen. Und das habe ich auch gemacht. Dementsprechend ist das Ding jetzt hier vor mir. Wir schauen mal ganz kurz rein. Wieso erzähle ich euch das hier eigentlich? Gucken wir ganz kurz einmal hier so drüber. Und da sieht man es. Am 11. November kam das Ding also, oder wurde es rausgeschickt. Ich glaube, am 12. war es dann da. Heute ist eigentlich der, wievielte ist heute? Ich bin auch relativ pünktlich. Am 14. ist das Ding also definitiv hier bei mir eingetrudelt. Vielen Dank, lieber S20 FE-Besitzer. Jetzt fragt sich der ein oder andere, und warum ist das Video nicht draußen? Ihr werdet es nicht glauben. Ich habe das Ding, und das Video habe ich tatsächlich schon vor über einem Monat aufgezeichnet. Und hab's dann vergessen, weil ich keine Kameraaufnahmen habe. Ich werde es versuchen, nochmal nachzuholen, dass ich das Ding so gut wie möglich nochmal rausschießen kann. Ja, ansonsten haben wir jetzt hier unseren kleinen Controller. Also wirklich, oh, der fühlt sich auch wirklich nicht schlecht an. Der XP5X Plus hat jetzt, das ist ja eine geniale. Ich habe ja noch nie den SCUF-Controller gehabt mit den Gamepaddles. Aber hier haben wir AGR und AGL. Ah ja, sieht schon mal interessant aus. Das heißt, ihr müsst gar nicht mal irgendwie unfreiwillig drücken, sondern die lassen sich direkt mitbetätigen. Er liegt wieder mal sehr schön und anschmiegsam in der Hand. Das gefällt mir sehr gut. Auch hier die LT- und RT-Tasten sind wieder perfekt. Wir haben hier per Micro-USB die Möglichkeit, das Gerät aufzuladen. Das kennen wir ja schon. Also beziehungsweise zu betreiben am PC. Neuerdings die Bluetooth-Dinger, die Bluetooth-Mainboards haben witzigerweise die Bluetooth-Funktion von dem Controller einfach direkt übernommen. Das heißt schlicht und einfach, dass man jetzt keinen Adapter mehr braucht, den Microsoft für teures Geld anbietet, für alte Laptops oder ja, Desktop-PCs, sage ich mal, weil man das Ganze halt nicht mehr braucht, weil alles mit Bluetooth schon integriert ist. Gefällt mir natürlich sehr gut, vielleicht wusste es der ein oder andere auch noch nicht, aber ich nutze schon längere Zeit meinen Xbox One S-Controller als PC-Controller. Warum auch nicht? Funktioniert ja einmal per Micro-USB-Kabel und einmal direkt per Bluetooth-Connection. Wer da nochmal eine Beschreibung zu haben will, kann das gerne nochmal äußern. So, wir schauen mal ganz kurz rein. Ich habe meinen Xbox One-Controller hier schon seit 3 Jahren, habe damals auch zugegriffen, wo die Konsole beim Black Friday im Angebot war, mit 2 Controllern drin und noch Spielen und Game Pass, und dementsprechend habe ich natürlich immer einen Controller mehr. Wenn wir jetzt hier mal ganz kurz so drauf schauen, ist ein bisschen anders die Optik. Das heißt, wir haben hier die Xbox-Taste, die sitzt jetzt hier, funktioniert, denke ich mal, aber ganz genauso. Wir haben einmal den Bluetooth-Modus und einmal den USB-Modus, den wir hier direkt per Schalter umschalten können. Das sehen wir schon mal da ganz krass.
Dann haben wir hier nochmal die Möglichkeit, schönen grünen Akzenten zu sehen, dass der Akku dreiviertel voll ist. Dann haben wir jetzt hier nochmal eine Möglichkeit, da muss ich mich erstmal belesen, was das für Knöpfe sind. Und ansonsten ist alles soweit geblieben. Ansonsten an der oberen Seite sieht, wie gesagt, alles farblich ein bisschen abstufend aus. Und die Bluetooth-Taste, welche jetzt sozusagen hier auch die Verbindungstaste war, ist halt von links nach rechts rüber gerutscht. Ziemlich interessant. Ansonsten muss ich sagen, fühlt er sich sehr gut an. Ich finde allgemein, dass sich irgendwie Xbox One Controller sehr gut anfühlen. Besser als sogar PlayStation 3 Controller und PlayStation 4 Controller geht dann schon wieder. Also wenn ich hier so merke, der Anschlag ist derselbe, macht auf jeden Fall Fun. Wenn ich überlege, dass ich den hier schon seit 3 Jahren eigentlich, also sehr oft benutze in der Woche, dann muss man eigentlich mal so sagen, klar, da hat man immer gesagt, man muss aufpassen wegen der Lackierung. Die sieht immer noch in Ordnung aus, also mit dem Kunststoffgehäuse. Jetzt ist er mir letztens einmal runtergefallen. Seitdem, nee, jetzt hört man es gerade nicht. Oder das ist der andere. Ich habe ja 2 von denen. Stimmt ja. Auf jeden Fall klackert der dann etwas in drinne. Hier ist das nicht der Fall. Wir hören soweit erstmal nichts weiter. Hier oben, das sieht auf jeden Fall aus wie eine Stromversorgung, was wir hier eingebaut haben, und zwar für das Smartphone. Das bedeutet schnell und einfach, wenn euer Smartphone mal dem Ende zugeht, wenn es natürlich oben in der Halterung direkt drinne sitzt, dann funktioniert das folgendermaßen. Wir haben also hier die Möglichkeit, eine Powerbank-Funktion zu nutzen. Allerdings müssen wir erstmal rausfinden, wie dies funktioniert. Und da erklärt sich auch schon der erste Schalter, den ich nicht zuordnen kann. Und zwar ist das die Powerbank-Taste. Ist das mal eine coole Sache? Das heißt, du kannst hier zwar drücken im Bluetooth-Modus, dass der blinkt, aber wenn du diesen Schalter umlegst, passiert Folgendes: gibt der Controller Strom aus. Und zwar fängt er dann an, wir gucken mal ganz kurz auf den Akkuladestatus drauf, runterzugehen von 3 auf 2 Punkten. Und wir haben jetzt hier, auch wenn es nicht sonderlich viel ist, 700 Milliampere, die der rausgibt. Da geht doch bestimmt noch mehr. Okay, ich habe jetzt Schnellladen angestellt. Trotz alledem kommt jetzt hier nicht wirklich viel raus. Warum ist das so? Weil mein Akku einfach voll ist. Daran liegt. Dennoch sieht es so aus, als wenn bei 800 mA bzw. 1 Ampere hier so Schluss wäre. Denn mehr als das kriegen wir auch hier in eine entladene Powerbank nicht raus. Dasselbe kommt auch beim Anker PowerCore Elite 3 raus. Schade eigentlich. Und selbst jetzt hier beim S20 Plus kommen sogar nur 520 raus, wenn ich das Ganze jetzt hier gerade auch so filme. Na gut, besser als gar nichts. Es sind ja auch nur 3000 mA, wovon im Endeffekt vielleicht 2000 oder 2200 nutzbar sind. Tja, dann kommen wir nochmal kurz zur Rückseite zu den Pedals und zu den programmierbaren Buttons. 3 Stück sind es an der Zahl, die wir jetzt hier sozusagen nochmal einprogrammieren können. Das ist echt ziemlich krass, muss ich ganz ehrlich sagen. Macht auch definitiv Fun. Jetzt sind wir aber gespannt, wie schlägt sich das Ding eigentlich, wenn ich das erstmal ans Smartphone anschließen möchte. Bevor wir aber ganz kurz ans Smartphone gehen, habe ich ja völlig vergessen, noch was zu zeigen. Und zwar haben wir ja hier ein Dreierkabel dabei. Und zwar ein 2 Meter Micro-USB-Kabel. Übrigens ganz wichtig für den Controller, um ihn natürlich auch am PC locker flockig zu betreiben. Macht auf jeden Fall Fun. Dann haben wir noch ein 30 cm Kabel Micro-USB auf USB-C. Und jetzt kommt der Kracher: Micro-USB auf Micro-USB. Das heißt, alle OTG-fähigen Smartphones können jetzt hier kabelgebunden angeschlossen werden oder kabellos natürlich. Wenn das Ganze natürlich weitergeht, haben wir natürlich auch noch USB-A auf USB-C und natürlich mal auf Micro-USB. Finde ich eine richtig geile Sache. Somit haben wir auf jeden Fall Möglichkeiten, alles anzuschließen, was wir möchten. Das ist echt perfekt gelöst. So, wir gehen mal ganz kurz hier rüber. Dann gucken wir uns mal an, wie das jetzt hier so angebracht wird, das kleine Gerät. Als erstes schrauben wir das also hier unten erstmal so ein bisschen auseinander und dann müssen wir hier so in den Controller oder um den Controller einmal ringsrum gehen. Alles eine wackelige Angelegenheit, möchte man glauben, aber es wird versprochen, dass dieses Gerät hier wirklich ohne Probleme hält. Jetzt müssen wir bloß noch rausfinden, wie das Ganze hier reingehört. Ich habe übrigens nebenbei gerade nochmal gelesen, was ich jetzt auch nicht zu 100% wusste, dass es nicht mit den Xbox One Konsolen kompatibel ist. Das ist natürlich schade. Aber wir kriegen das dennoch irgendwie hin. Ach so, nee, das muss so rein. Das ist ja interessant. So rum muss es rein. Nach etwas Übung versuchen wir das Ganze nochmal. Und zwar schieben wir den Controller einfach so hier hindurch. Müssen den dann nach oben hochziehen. Das heißt, der muss aber auf den Seiten passgenau sein. Das ist immer der Vorführeffekt. So, dann rastet der hier direkt ein. Das sehen wir schon mal. Jetzt ist mir hier in der Zeit schon mal die erste Schraubverbindung rausgeflogen. Ist aber nicht weiter schlimm, weil der arretiert sich teilweise auch von selbst. Und dann müssen wir bloß noch hier einstellen den Winkel. Und zwar machen wir das jetzt nochmal locker. So, das heißt, so, wir gucken. So, ich denke mal so, oder? So. So sollte es eigentlich ganz gut sein. Machen das Ding hier fest. Und dann kann ich jetzt hier sozusagen auch noch eins einstellen. Mal sehen. Ah ja, hier schnappe ich mein Smartphone zwischen und dann kann ich das Ganze nochmal so perfekt austarieren. Das heißt, wer schon mal First Person View Drohne geflogen ist, der weiß genau, ah, so funktioniert das Gerät. Das ist echt cool. Es ist auf jeden Fall sehr leicht und auf der anderen Seite
sehr stabil gebaut. Das heißt, ich haue jetzt das S8 Plus da mal rein. Bevor wir das allerdings machen, muss ich erstmal ganz schnell noch Folgendes verbinden. Und zwar muss ich jetzt erstmal hier in der Mitte drücken, auf Bluetooth-Kopplungsmodus draufgehen, dann auf Scannen und dann auf die verfügbaren Geräte warten. Dann müsste auch innerhalb von ein paar Sekunden der Controller hier auftauchen und dann können wir den direkt verbinden und dann auch schon alles arretieren. Ist er schon da? Nee. Natürlich ist es auch ganz wichtig, hinten die Bluetooth-Taste nochmal zu drücken, denn nur wenn man ihn anstellt, ist er ja nicht automatisch angeschaltet. Hier haben wir die Bluetooth-Taste, die müssen wir natürlich vorher erstmal noch aktivieren und dann dauert es auch nicht lange. Der Moga XP5 X Plus taucht dann direkt auf. Wir wollen ihn dann direkt verbinden, da ist er dann auch schon verbunden. Das sieht sehr gut aus. Jetzt schnalzen wir das Gerät hier sozusagen einfach nur rein und dann sitzt er auch schon. Und das Ding ist ja auch nun wirklich, Bixby-Button wieder an der Stelle vergessen. Da sieht das schon mal ganz gut aus. Dann gehe ich rüber und starte den Game Pass Ultimate. So, da haben wir dann den ganzen Spielspaß auch schon direkt vor uns. Und zwar kann ich jetzt hier direkt drauf gehen und ich mache einfach mal Hotspot Racing an. Das klingt nämlich schon mal ganz gut und habe ich auch schon ein paar Mal gespielt. Ist auf jeden Fall definitiv cool, wenn man so Smartphones vorhat, die da auf jeden Fall gut reinpassen. Ich werde es mit dem S8 Plus oder dem S20 wahrscheinlich das ein oder andere Mal spielen. Jetzt gucken wir erstmal rein, wenn wir in-game sind. Nochmal eine ganz wichtige Anmerkung, und zwar brauchen wir hier natürlich eine 5 GHz Anbindung ans Internet, ansonsten wird das Ganze nicht so sonderlich gut funktionieren. Ich bin jetzt schon sehr erstaunt, dass es soweit hier alles klappt und ich bin auch jetzt vom Gewicht jetzt sonderlich überzeugt. Ich muss ganz ehrlich sagen, so eine Halterung hatte ich mir wirklich mal vorzuholen, da hat sich das ja mal wieder perfekt ergeben. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Wenn man natürlich jetzt minimale Latenzen drin hat, dann sollte man sich nicht wundern, per Bluetooth 4.2 ist der Controller angebunden. Ich muss an der Stelle sagen, bei mir läuft das jetzt ganz gut und ihr seht das ja auch in Echtzeit, wie das jetzt hier so funktioniert. Es gibt dank dem Game Pass Ultimate ja so viele Spiele, wo man jetzt hier einfach ohne Probleme für 13 Euro im Monat rangehen kann. Ich finde es auf jeden Fall eine coole Sache von Microsoft, bin auch schon seit sozusagen Tag 1 dabei, nicht jeden Monat, aber öfters mal wieder. Sobald die Angebotswoche kommt, bin ich auf jeden Fall dabei. Oder der Angebotsmonat oder die 2-3 Monate. Dann schaue ich mir das gerne mal an. Und ich muss jetzt hier ganz ehrlich sagen, jetzt in dem Fall, wie sie es jetzt erweitert haben, sie haben jetzt ja EA-Spiele noch mit reingeholt. Das heißt, ihr braucht kein EA-Abonnement. Es ist jetzt im Ultimate Pass mit drin. Dann habt ihr Mobile Cloud Gaming, wie ich das jetzt hier gerade mache. Und die Grafik ist in Ordnung. Das heißt, wir haben keine Artefaktbildung. Wir haben jetzt hier eine 50.000er Leitung. Ich denke mal, 15 Megabit brauchen wir auf jeden Fall, um das Ganze hier spielen zu können. Da brauche ich jetzt auch keine mehreren Spiele ausprobieren, weil es einfach definitiv so klappt. Ja, man sieht, ich bin Profi hier in dem Spiel. Ich habe es, glaube ich, erst 3 oder 4 Mal gespielt. Aber, ach ja, jetzt weiß ich auch, warum auf A keine Handbremse mehr ist, weil die hier einfach immer nur angetippt werden muss. Ja, fetziges Game, muss ich ganz ehrlich sagen. Macht definitiv Spaß auf dem S8 Plus. Auch ohne Verzögerung per Bluetooth-Anbindung, wenn ihr das jetzt hier so sehen wollt. Ansonsten, wenn ihr ein OTG-fähiges Smartphone habt, könnt ihr das Ganze natürlich auch noch anbinden per Kabel. Gucken wir uns auch nochmal an. Interessant wird es jetzt natürlich, wenn ich jetzt versuche, währenddessen Bluetooth auszuschalten, dann müsste der eigentlich meckern. Ja, da sieht man es, ich habe jetzt keinen Controller mehr angeschlossen. Jetzt bin ich gespannt, ob ich über den USB-A-Port natürlich auch hier die Leistung rausziehen kann. Ich habe jetzt die Powerbank-Funktion ja nicht angeschaltet. So, wir gehen mal rauf. 30 cm Kabel reicht auf jeden Fall an der Stelle. Also über USB-A auf USB-C scheint es nicht so zu funktionieren. Das ist soweit klar. Dafür brauchen wir dann also anscheinend den Micro-USB-Adapter. Das heißt, wir versuchen es auch nochmal live und uncut direkt aus. Zeit ist um. Jawohl, so mag ich das. Das heißt, wir gehen jetzt hier direkt mal drauf und gehen dann hier von dem Micro-USB, der hier unten drunter sitzt. Da müssen wir mal ganz kurz reinschauen. So, Micro-USB auf USB-C und dann müsste das Ganze ja auch funktionieren eigentlich. Zumindest denke ich das. Ja, tatsächlich. Ah, okay, also habt ihr gemerkt, USB-A auf USB-C funktioniert nicht, ist wirklich nur der Powerbank-Stromausgang. Aber wenn ihr keine Latenz haben möchtet beim Spielen, dann braucht ihr definitiv das Kabel von Micro-USB auf USB-C. So, dann gucken wir uns jetzt den Gaming-Test mal mit Kabel an, ob ich da irgendeinen Unterschied merke. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich jetzt auch nicht sonderlich darauf konzentriert. Jetzt hat es mal kurz, hier habt ihr es gesehen, jetzt hat es mal kurz geruckelt. Artefaktbildung, jetzt oben links, wenn mal irgendwas nicht stimmt mit dem Internet, wenn zu viele Downloads gleichzeitig laufen, dann meckert der mal ein bisschen rum. Das dauert meistens bei mir aber nicht lange, so wie jetzt, dann ist das Zeichen wieder verschwunden. Und dann könnt ihr auf jeden Fall ohne Probleme
Gamen. Die Latenz ist ja eine ganz wichtige Rolle jetzt hier, nicht nur vom Controller per Bluetooth ans Smartphone, sondern auch ans Internet. Also wenn ich die Möglichkeit schon habe, Bluetooth zu deaktivieren, spart erstmal der Controller natürlich Strom. Das darf man jetzt sozusagen nicht vernachlässigen. Das Smartphone auch etwas, weil wie gesagt, ja einfach nur ganz kurz rangehen und jetzt hier per Kabel die Befehle übertragen. Also es macht Fun, das muss ich definitiv sagen. Da werde ich jetzt das ein oder andere Mal wahrscheinlich Mobile Game wieder, weil es mit dem Smartphone einfach viel praktischer ist, wenn es direkt oben drauf gehalten wird. Und sonst habe ich meinen Xbox-Controller, wo ich es ausprobiert habe, hingelegt und musste ganz ehrlich sagen, jo, na gut, dann musst du mal aufs Smartphone oder aufs Tablet glotzen, weil die Nvidia Shield wird ja leider nicht offiziell vom Play Store her unterstützt. Ich werde es aber auch nochmal probieren, dass ich irgendwie versuche, da nochmal ranzukommen, dass man die APK von Game Pass darauf installiert und dann über den großen 55er Zoll oder 100 Zoll Beamer natürlich wunderbar auch darüber gamen kann. Ansonsten alternativ natürlich per HDMI-Ausgang bei Samsung. Das werdet ihr dann nochmal sehen in einem separaten Video. Und ja, soweit so gut. Macht Spaß. Ich bin hier wieder, was bin ich eigentlich? Letzter oder was? Ich bin Achter von Achter. Ja, so ist das, wenn man gleichzeitig hier erzählt und versucht, hier irgendwas zu zeigen. Übrigens die Tasten, wenn ich gerade so merke, da macht er sich noch gar nicht bemerkbar. Und wenn der Akku langsam von Dreiviertel auf halb geht, guck mal runter hier, dann fängt er hier unten, jetzt gucke ich auch in die Kamera, genau, dann fängt das Ding hier auch minimal an zu schwanken. Jetzt zum Beispiel. Ja, sehr gut. Okay, ich habe an der Stelle wieder mal verloren, soll aber nicht so schlimm sein. Macht definitiv Fun. Ich glaube, der hat übrigens gar kein Rumble drin, wenn ich mich jetzt gerade so richtig erinnere. Ich weiß gar nicht, hatte das der Xbox-Controller bei dem Spiel? Auf jeden Fall, es hat nichts gewackelt. Es ist, glaube ich, kein Motor drin. Aber egal, ich werde es bei der Xbox auch nochmal probieren. Soweit ist das ein ziemlich cooles Game, muss ich ganz ehrlich sagen. Und natürlich, der Controller ist cool. Besonders, wenn man ihn als Gratis-Geschenk beim S20 FE-Kauf dazu bekommt, würde ich den immer anstatt einer Smartwatch vorziehen, muss ich ganz ehrlich so bekunden. Nachdem ich jetzt einige Zeit damit mal gespielt habe, ist es tatsächlich amtlich. Er hat also wirklich keinen Rumble-Effekt. Das heißt, wir können ihn zwar ganz normal über Micro-USB betreiben an der Xbox. Das funktioniert ohne weiteres. Ich kann ihn am PC betreiben per Bluetooth und per USB-Modus. Das geht auch. Allerdings wird es hier ganz interessant, wenn ich jetzt hier zum Beispiel das Ganze jetzt da aus dem Port rausnehme und wieder reinstecke, sieht man, er fängt an zu laden. Keine Vibration. Mache ich das allerdings beim Xbox One S-Controller, dann sind wir jetzt ganz erstaunt. Den muss ich mal wieder rumdrehen. Achtung, hört hin. Da hört man es. Der Xbox-Controller hat Vibration. Das hat leider der Moga an der Stelle nicht. Sehr schade, ist aber auch nicht weiter schlimm, denn den kann ich jetzt für mein Smartphone nutzen, für meinen PC nutzen, per Kabel oder per Bluetooth. Das kommt ganz drauf an. An der Xbox One S kann ich ihn per Kabel benutzen. Da habe ich jetzt hier einfach ein ganz normales Kabel, welches ich dafür nutzen kann, bis zu 2 oder 3 Meter Länge. Dann geht das auch klar. Ansonsten, wie gesagt, ist der eingebaute Akku für den PC oder für Smartphone oder Tablet ideal. Hier muss ich sagen, ist natürlich der Vorteil, dass ich es kompatibel habe. Ich kann damit am Smartphone spielen, am PC spielen. Ich kann das per Kabel machen, drahtlos und habe den Rumble-Effekt drin und kann an der Konsole natürlich zocken. Das klappt hier, wie gesagt, nicht. Es gibt also für und wieder Vor- und Nachteile. Ich bin trotzdem von beiden auf jeden Fall sehr gut überzeugt. Somit habe ich also immer einen Controller dabei. Das heißt, ich kann ihn für alles verwenden, auch wenn es nicht kabellos an der Konsole geht. Aber wenn man damit auf jeden Fall leben kann, ist der Moga-Controller echt gut. Und wie gesagt, hat halt den großen Vorteil, dass wir hier das Ding dran klipsen können. Bei meinem Xbox One S Controller ging das nicht. Da musste ich vorher das Smartphone in ein kleines Stativ reinstellen, zum Beispiel hier rein, und hatte dann die Halterung auf dem Schreibtisch vor mir und konnte dann darüber ganz normal die Xbox Game Pass Spiele zocken. Tja, das soll es an der Stelle gewesen sein. Ich verlinke euch einfach beide Controller unten nochmal direkt in der Videobeschreibung drin und den aktuellen Game Pass auch. Würde ich euch auf jeden Fall ins Herz legen, wenn ihr ein Vielzocker seid und euch keine Spiele kaufen wollt, sondern viel ausprobieren wollt, dann seid ihr mit dem Game Pass auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Auch wenn das hier keine Werbevideo-Seite keine Werbevideoanzeige sein soll, bin ich auf jeden Fall seit Jahren überzeugter Game Pass Spieler, auch wenn die PlayStation natürlich auch exklusiv hat, die ich natürlich extra spiele, aber da kommt natürlich wieder PS Now in den Vordergrund. Das soll es an der Stelle gewesen sein, bis zum nächsten Video und natürlich auch wieder schauen.